In Hamburg, sagt man, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video von mir, Freunde. Heute bewerten wir wieder eure Teams. Ihr habt mir eure Teams auf Instagram geschickt und ich schaue mir die heute an und bewerte die einfach. Lasst auf jeden Fall gerne schon mal einen Daumen da auf dem Video. Und wenn ihr mir noch nicht abonniert habt auf YouTube, dann abonniert mich doch jetzt gerne. 98% meiner Zuschauer haben mir nicht abonniert. Das heißt, 98 Leute von 100 Leuten haben mir nicht abonniert und schauen trotzdem meine Videos. Also gönnt mal ein Abo, damit ich hier bald diesen Play-Button habe und dann so ein cooles Bild damit machen kann. Warte, genau so. Und jetzt gehen wir rein in das Teambewertungsvideo. Viel Spaß und let's go! Magst du nicht mehr nach Querformat, weil es so gut geklappt hat? Ich bin echt gespannt, ob ihr mir heute Querformat schicken werdet. Ich bin nicht so optimistisch. Direkt das erste Team von Ole. Ole hat Manuel Neuer, Alfonso, Upa, Rüdiger, Joao. Joao! Joao! Bei Saul, Salah, Sterling, Salah mit keinem Chemistry-Style. Gibt ihm auf jeden Fall Hunter bitte. De Bruyne, Lukaku und der Mann, die OP-Karte, der 84er Inform, den Namen, den ich nicht kenne. Auf jeden Fall starker Spieler. Gutes Team. Shadow muss man auf jeden Fall den Verteidigern geben, sonst ist okay. De Bruyne, ja, ist okay. Geben wir insgesamt eine 6 von 10, mein Freund. Nächstes Team, Simon. Simon 24680 mit Postleitzahl. Wir gucken jetzt mal. Wo ist 24680? Der Mann kommt anscheinend aus Frankreich. Also Simon, aus Frankreich. Dein Team schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns das Team mal an. Goulagi, kenne ich nicht. Marquinhos, Klostermann, Mukiele, Sané, Can, Wijnaldum, Depay und Malen. Das Team ist nicht so gut. Chemistry Styles sind auch fragwürdig. Ich frage mich nur, warum Marquinhos, der Mann kostet 800.000 und das ganze Team kostet 50.000, glaube ich, noch danach. Ich glaube, der Mann hast du gezogen. Also auf jeden Fall GG zu Marquinhos. Aber ja, das Team ist aktuell, zur aktuellen Phase von FIFA wirklich nicht so gut. Also gebe ich eine 3 von 10. Bockt auf jeden Fall, Freunde, dass ihr mir immer wieder Querformat schickt. Danke nochmal, Kuss dafür, geht raus. Ich bin zum nächsten Team von Dominik, Loris, Mondi, Kimbembe, Varane und Hakimi am Start. Richtig starke Abwehr, spiele ich selbst. Die Abwehr ist geisteskrank gut. Fike, Kante und Nkunku, auch richtig starke Karten. Kann man auf jeden Fall zocken. Rashford, Solskjaer, ich weiß nicht. Rashford stark, Stürmer, Und Salah, Leute, der Mann hat einfach einen scheiß Weakfoot. Der Mann hat einen schlechteren Weakfoot als ich. Oder mindestens genauso schlecht. Warte, ich blende mal von mir jetzt eine 10 ein mit meinem Weakfoot. Ist aber noch heiß. Niklas Heisen. Mohammed. Ich und du. Guter, schwacher Fuß. Insgesamt würde ich dem Team aber eine 8 von 10 geben oder 7 von 10. Salah, schwacher Fuß, hat das Problem. Und Solskjaer ist auch schwach. Aber sonst ist okay. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Lego. Moritz hat auch ein Team geschickt. Mit dem Nokia 105 hat er das Foto gemacht. Insgesamt ganz gutes Team, mein Freund. Ruud van Nistelrooy ist wichtig und richtig. Lacroix ist stark. Upamecano stark. Ruud van Nistelrooy ist ein bisschen fragwürdig, was der bei dir gerade im Team macht. Den würde ich lieber verkaufen, aber ich weiß noch nicht, ob du den gezogen hast. Sonst insgesamt starkes Team, also für deine Coins starkes Team. Insgesamt natürlich trotzdem noch zu wenig für die aktuelle FIFA-Phase. Ruud van Nistelrooy ist auch nicht gerade so krass. Ich habe den selbst schon gespielt, der macht das so Schrott, Moritz. Aber, ja, geben wir insgesamt eine 6 von 10. Ja, wir machen weiter. Weiter mit dem nächsten Team. Robins Team ist am Start, hat richtig viele SPC-Cards gemacht. Pedro, Amavi, Nkunku. Der Mann war am Hasseln. Am Hasseln, Freunde. Infantalen, Kimbembe und Veran. RV Diallo. Da war. Du hast doch 133.000 Coins. Kauf doch Hakimi, Bro. Hä? Auf jeden Fall Dembele auf rechts. Und ja, Nkunku, Martial ist okay. Rabiot ist ein bisschen Quatsch, aber auf jeden Fall Shadow geben. Insgesamt ein Team von 6 von 7 von 10. Aber Diallo ist großer Quatsch. Pedro eigentlich auch Quatsch. Aber dann werden wir auf jeden Fall weiter zum nächsten Team. Kommen wir zum nächsten Team von Finn. Und Finn hat auf jeden Fall Geld investiert, Freunde. Neymar, Mbappé und so weiter und so fort. Fiki auch am Start. Es gibt immer eine Karte in FIFA, Freunde. Denke ich mir, hätte ich mir sie mal bloß gemacht als SBC-Karte. Und ich habe sie nicht gemacht. Und das bereue ich gerade mega. Sonst aber insgesamt starkes Team. Mukiele wird ja auf jeden Fall auch steigen. Der wird auf jeden Fall ins Finale kommen. Der Champions League. Oder auch nicht. Aber wir machen auf jeden Fall weiter, Freunde, mit dem nächsten Team. Wenn ihr euch gerade fragt, wie ihr ins Video kommt, ihr müsst mir einfach noch auf Instagram nheisen folgen und mir eine Nachricht mit eurem Team schicken. Ich mache immer eine Story, wann ich neue Teams brauche und dann schickt ihr mir die alle und dann suche ich mir
5 bis 10 Leute aus. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, schreibt mir da gerne eine Nachricht mit eurem Team. Ich freue mich drauf. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Nächstes Team ist von Leon und die Abwehr sieht extrem stark aus. Vor allem Koundé, Mann. Und an Koundé gibt es eine lustige Story, denn ich dachte mir früher, vor einem Jahr, wo er das schon getragen hat, das könnte nice aussehen. Ich habe selbst in der Kreisliga getragen. Ich zeige das mal, wie das aussieht. Und es sah so beschissen aus, Jungs. Also nicht jeden Trend mitmachen. Ich dachte mir so, okay, Digga, das sieht bestimmt geil aus mit Stürmern. Aber großer Quatsch, Freunde, war ganz großer Quatsch. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Pogba, Alan, Bruno, Rashford, Lukaku und Politano. Gute Spieler auf jeden Fall am Start. Lukaku ist dieses FIFA, finde ich, nicht mehr so krass, nicht mehr so wendig. Aber sonst richtig starke Mannschaft. Alan, Pogba, OP-Spieler, Rashford, Bruno. Ist okay, Rashford hat nur noch 3 Sterne Weakfoot. Der hat den gleichen Weakfoot wie ich sozusagen. Bockt nicht. Politano ist auch relativ. Ich würde dem Team insgesamt eine 7 von 10, 8 von 10 so geben. Wir machen auf jeden Fall weiter. Lego. Tobi würde sich freuen, ins Video zu kommen. Nur der HSV. Tobi, Digga. Tobi, da läuft irgendwas falsch bei dir, Mann. So, Freunde, nächstes Team ist von André. André spielt auch wieder mit Eder Militao, Joe Gomez und Walker. Richtig starke Spieler auf der rechten Seite. Linkes Verteidiger gefällt mir nicht so sehr. Fekir wie immer. Fekir habe ich jetzt heute öfter gesehen als keine Ahnung wen. Also auf jeden Fall den Most Viewed Player ist heute Fekir. Carrasco, Timo Werner, Kante, Bruno und Rafinha. Rafinha sei auch relativ stark. Ich habe den als Red Pick mit seinen 4-4. Ist schon relativ stark. Aber zu dem jetzigen Stand von FIFA muss man sagen, ist okay, aber geht natürlich besser. Die linke Seite mit dem Atletico LV und Carrasco muss nicht sein. Freunde, wenn ihr mir eure Teams schickt, nicht als selbstlöschende Nachricht. Ihr schickt mir keine Nudes, Freunde, ihr schickt mir eure Teams. Das müsst ihr nicht als selbstlöschende Nachricht schicken. Ihr könnt es mir ganz normal schicken, sonst kann ich es nicht öffnen, Freunde, und das Team nicht bewerten. Deswegen machen wir jetzt weiter und Breite 88, ich hätte dein Team bewertet, versprochen. So, Freunde, nächstes Team, Gulagi, Davies, Upamecano, Gvardiol und Mukiele. Dieser Gvardiol, ich weiß nicht, der ist ein Cheat. Der steht immer, dass seine Stats scheiße sind. Warte mal, ich blende mal kurz die Stats von Gvardiol ein. Hier, Freunde, die Karte ist wirklich geisteskrank. Die kostet nur 11.000 Coins, 85 Pace, 80 Def, da läuft mein Mbappé ab. Da läuft alles ab, was ich besitze. Mbappé, Cantona, Neymar, habe ich alle am Start. Gvardiol, macht die lang, kein Problem. V Mukiele, IV Upamecano, LV Davies. Okay, ist okay, kann man machen. Pogba, Kimmich. Kimmich auch relativ stabil. Sané. Ja, Bayern wird auf jeden Fall weit kommen in der Champions League. Damit wirst du noch viel Freude haben. Timo Werner, Ronaldo und Rashford ist bis jetzt, würde ich sagen, das beste Team, was wir bewertet haben. Deswegen gebe ich dem Ganzen eine 9 von 10, weil Timo Werner trifft auch in FIFA nicht, sorry. So, Freunde, das nächste Team wäre von Marcel Laube gewesen. Wäre cool, wenn du in deinem nächsten Video, mein Team wärst, hab diese Woche angefangen und hab kein Geld reingeschickt. Selbstlöschende Nachricht. Marcel, hä? Ist das ein Newt oder was? Schick mein Team. Also, Freunde, bitte keine selbstlöschende Nachricht. Danach hat er mir einen Link geschickt. Warte, ich klicke einfach mal drauf. Perfekt, Digga. Von Dardan Song. Perfekt. Das kann ich auch bewerten. Guter Song. 10 von 10. Der Song ist ein 10 von 10. So, Freunde, das letzte Team ist von Julius KU98. Der Mann spielt in-game 4-Triple-2, hat diese Standardabwehr, Kim Bembe, Marquinhos, Hakimio und Theo. Das ist wirklich die krankeste Abwehr, Leute. Wenn ihr zum Abschluss jetzt noch nicht wisst, welche Abwehr ihr spielen sollt und ihr euch die leisten könnt, holt euch diese Abwehr. Die ist wirklich bestialisch krank. Ihr könnt natürlich noch Varane spielen, eigentlich statt Kim Bembe. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Wijnaldum, naja, Timo Werner, naja. Also hinten hat man viel Geld ausgegeben, vorne geht nicht so viel. Rashford, Sterling, okay. Cristiano Ronaldo ist dieses FIFA auch wieder OP. Vor allem Kopfbälle sind dieses Jahr wieder so krank, Freunde. Also wenn ihr gerne auf Flanken spielt, holt euch Cristiano Ronaldo, wenn ihr euch den leisten könnt, natürlich nur. Sonst insgesamt stabiles Team. 8 von 10 bis 9 von 10. Timo Werner fühle ich gar nicht und Wijnaldum auch nicht. Und Wijnaldum bitte Shadow geben, Freunde. 6er Shadow geben, Innenverteidiger Shadow geben. Ganz, ganz wichtig. Sonst aber stabiles Team, Bro. Und jo. So, Freunde, das war das Teambewertungsvideo. Ich hätte schwören können, dass wir mehr Rule Breakers sehen. Aber wir haben echt wenig Rule Breakers gesehen. Ich hoffe, beim nächsten Video sehen wir ein paar mehr Rule Breakers oder Futiro-Karten oder so. So ein bisschen abgespacedere Teams. Sonst aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.